Sie waren zu acht in einem Minivan unterwegs und prallten mit dem überbesetzten Auto gegen einen Baum. Die 37-jährige Fahrerin und einer ihrer Söhne starben. Die Beifahrerin und fünf Kinder wurden schwer verletzt. Sie kämpfen teilweise um ihr Leben. Mehrere Notarzt- und Rettungswagen waren im Einsatz, genauso wie vier Rettungshubschrauber. Der Unfall ereignete sich bei Saterland im Kreis Cloppenburg in Niedersachsen, rund 40 Kilometer von der niederländischen Grenze entfernt. Nach Angaben der Polizei ist noch völlig unklar, warum die Fahrerin das Auto auf gerader Strecke gegen den Baum steuerte. Zugelassen war der Wagen für sieben Insassen, mindestens ein Mitfahrer war also nicht angeschnallt. Ein anderes Fahrzeug war offenbar nicht involviert.